Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Supermarket Simulator. Und ich würde sagen, wir legen auch hier direkt los. So, wir müssen ja erstmal auf O machen. Zack. Und in der letzten Folge haben wir ja einen Gefrierschrank gekauft. Und auch die Milch tatsächlich schon. Ja, auch die Milch. So, ich weiß gerade aktuell nicht, was hier drin war. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ja. Ich weiß halt echt nicht, was da drin war. Weil Eier haben wir, Nudeln haben wir, Toast haben wir. Ah, die Riegel hier wahrscheinlich. Ja, das könnte sein. Ist auch egal. So, 1, 23, du kriegen das natürlich zurück. Hier, bitte sehr. Suchen Sie uns bald wieder, ja? Wir, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was da passiert. Guten Tag, Dame. Ui, Sie sind aber ein bisschen klein. Aber die Größe, auf der Größe kommt es nicht an. Auf die Größe kommt es nicht an. Das wollte ich sagen. Also von der Körpergröße jetzt meine ich. Ich meinte jetzt wirklich nur von der Körpergröße. Tschüss. Boah, sie sind auf jeden Fall 2 Meter oder sowas. Respekt. Nicht jeder ist so groß. Ah, wieder ein zu viel. Zack. Die Dame ist auch etwas größer. Die wäre kleiner, wenn die diese Schuhe nicht hätte. 19 Cent nur. Bitte sehr, tschüss. Wer kommt denn bitte, um nur einen Mehl zu kaufen? Also, das verstehe ich schon wieder nicht. Tschüss. So, ich würde mal sagen, wir müssen Mehl kaufen. Mehl kaufen, ja. Kaufen wir mal hier Mehl. Zack. Jace. So, oder wie auch immer, dass man richtig ausspricht. Ist auch egal, wie man das ausspricht. Hauptsache, man versteht, was es heißt. Oh. Noch ein. So. So, jetzt muss ich hier aber erstmal diesen Mehl hier. Mehl-Dingens reinpacken. Sonst. Das ist scheiße. Gibt es hier eigentlich neue Milchprodukte oder irgend sowas? Wasser. Wollen wir uns Wasser holen? Ich bin dafür. Ich hole jetzt Wasser. Zack, so. Wasser ist auch gut für die Umwelt hier. Aber wobei, es ist ja eigentlich Plastik, ne? Also Plastik. Plastik meine ich. Es ist wieder nicht so gut. Was kannst du nicht finden? Butter. Stimmt, ich wollte die Butter kaufen. Ja, Moment, ich kaufe die Butter jetzt. Butter, wo ist denn Butter? Gibt's keine Butter. Oder meinen die das hier? Nee. Ah doch, das hier meinen die. Das hier. Ja, dann kaufe ich das hier halt auch nochmal. So, zack. So, habe ich hier eigentlich alles? Nee, das geht schon wieder leer hier. Alles geht hier leer in diesem Laden. Die hier so viel kaufen müssen, ey. So, jetzt muss ich hier auch wieder das hier kaufen. Dieses Öl hier. Boah, das kostet einfach 50 Dollar, Junge. Ich bin nicht reich, so wie ihr. So, ihr müsst jetzt mal kurz warten, ja? Ich muss jetzt hier Preis festlegen. 3. So. So, jetzt komme ich. Die Nudeln, die werden natürlich auch wieder hier komplett leer. Oh. Ja, ein Toast. Ich würde auf jeden Fall auch für einen Toast in den Laden gehen. So. Der kauft auch wieder 100 Millionen Mehl-Dinger. Ah, Mann. 60, 70, 1, 2, so. Lass mich hier mal bitte Öl auffüllen. Danke. So, was fehlt noch? Oh, die Nudeln sind schon wieder leer. Toll.
Ah, ich hatte die Bullen auch gar nicht, merke ich gerade. Die kosten 6, 4, 9. So. Oha, ich habe hier noch zwei Eier. Zack, zack. So, dann kaufe ich gleich Nudeln. Candy findet die nicht, ja. Entschuldigung. Nee. So. Okay, also Candy. Das hier wollen die haben. Und Nudeln brauchen wir wieder. Sonst brauchen wir nichts, ne? Perfekt. 75, 76, 77, 78. So. Lass mich hier mal raus. Hey, die Nudeln. Zack. Und jetzt haben wir auch Candies im Angebot. Die kosten 3,78. So. Haben wir noch Milch? Na, zwei Packungen noch. Müssten wir auch auf jeden Fall wieder neu kaufen. Aber jetzt noch nicht. Da packe ich hier mal kurz die Packung weg. So, mache hier mal kurz Licht an. Oha! Du hast viel gekauft, Herr. Und auch sehr viel Wechselgeld brauchst du. 25. Oh. Hier. Zack. Du hast auch sehr viel gekauft. Toast müssen wir kaufen und Milch. Toast und Milch. Okay. Toast. Toast und Milch. So. Okay. Eins. So, Toast und Milch einmal neu füllen. So. Und nochmal Toast. Oh, die Pasta ist schon wieder leer. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal zweimal Pasta, ey. Pasta. Zweimal, also. Zack. Boah, der hat sich drei Dinger gegrabt, ey. Warum brauchst du denn dreimal diese Nudeln? So. Die Pasta ist wieder da. Also, wenn ihr Pasta haben wollt, hier ist sie. So. Und natürlich habe ich die sogar jetzt im Doppelpack. Zack. Okay. Wasser ist auch gesund, ne? Also machst du prima. Du kaufst einfach nur Wasser. So. Also, Milch ist voll. Wasser ist auch noch voll. Oh, die haben aber hier komplett Wasser leer gekauft, sehe ich gerade. Ja, es ist doch noch alles voll hier. Perfekt. So, das ist auch die letzte hier. Die Kollegin hier. 1, 2, 3, 50, 10, 1. Oh, Junge. Wir haben hier geschlossen. Herr. Also Mehl müssen wir auf jeden Fall gleich kaufen. Okay, also Mehl. Mehl kaufen wir gleich beim nächsten Tag. 58 Cent. Bitte sehr. Okay, so, dann holen wir jetzt hier nochmal Mehl. Mehl war das hier, genau. Ach so, kann ich ja nicht kaufen. Erstmal Tag hier beenden. Zack. Wir haben 92 Dollar plus gemacht. Nice. An Pasta ist hochgegangen, Milch ist runtergegangen. Ja. Gucken wir doch mal hier. 3,15. Oh. 15. 15, so. Ist das noch ein. Oh, das ist normal. Normal. Pasta ist teurer geworden. Drei. Nee, Pasta ist nicht teurer geworden. Scam. 2,61, 6,49. Toast. Ist noch normal. Öl ist auch normal. Mehl ist auch normal. Und Candy sind auch normal. Okay. Haben wir hier einmal Geldcheck gemacht. Cake. Cake, wo wir zu haben. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal kurz Mehl kaufen. So, Cake. Das hier meint der, ne?
Können wir natürlich auch kaufen. Wir wollen natürlich, dass die Leute sich hier nicht beschweren. Denn das ist ein sehr guter Einkaufsladen natürlich. So. Jetzt im Handel auch Cake. So. 3.05. Zack. Warten Sie, Kollege. Ich bin gleich an der Kasse. Muss hier eben kurz was wegräumen. So. 17. 63. So. 35. 76. So. Okay, dann hier noch sie einmal. Zack, sie hat das sogar passend. Das ist sehr nett. Ja, noch haben wir alles. Wasser, Milch, passt. Perfekt. Ja, für ein Ei würde ich doch nicht einkaufen fahren, ey. 153 haben wir schon verdient, merke ich gerade. Purchase a new section of using your computer to expand your store. Was sollen wir kaufen? Neue. Ah, das hier, ne? Aber wir müssen hier auch wieder payen. Ja, machen wir doch hier einmal so. Zack, zack, zack. Rente? Was verfällt denn das? Ach, egal, keine Ahnung. 10, 5, 6, 8, 9. Perfekt. 22 Cent nur. Ja, kommen die auf jeden Fall wieder. So. Dann einmal noch hier die 7. Und dann einmal noch 4 Cent. 64 Cent meine ich. So, haben wir noch alles? Ja, sieht noch gut aus. Ich will jetzt ungern für die Rente 10er bezahlen. Kerl. Was ist denn Kerl? Was ist das? Muss ich gleich mal gucken. So, kurz gucken, was das ist. Komm, wir bezahlen jetzt die Rente und fertig. So. Ah, hier, Section. Hier müssen wir das kaufen. Ach so, dass das größer wird. Aha. So, aber ich muss jetzt ja erstmal gucken, was Section sein soll. Was soll jetzt Section sein? Denk mal das hier. Ich denke mal, dass die das hier meinen. Egal, ich kaufe es einfach mal. Jetzt bin ich wieder ein bisschen ärmer. 1, 2, 3, 4, 50. Danke sehr. Schade, man kann die nicht scammen. Ich wollte die scammen. Bitte sehr. So, sie kriegen einmal 17 Euro und 6. Tschüss. Guten Tag. So, sie kriegen einmal. Natürlich hier 87, 6. So. Oh, ist Wasser leer. Wasser, 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 Wasser. So, natürlich kaufe ich hier direkt Wasser nach. So. Ja, jetzt gibt es auch kein Öl mehr. Jetzt kommt, flattert hier alles rein, oder was? So. Okay. Also diese Dinger kommen hier hin. Genau. Öl kommt da oben hin. Ich fülle jetzt erstmal alles auf. Der muss jetzt einfach mal an der Kasse stehen bleiben. Ist mir aber auch egal. So, und Wasser. So, und jetzt kann ich dir kurz ganz schnell hier das abdingen. So. 9 Cent. So. Candies sind noch da, ja, aber die sind auch bald ausverkauft, ne? Also Toast ist aktuell noch voll. Milch ist jetzt leer.
Gut, Milch kaufen wir natürlich einmal. So, Milch ist leer. Eier sind auch leer. Eier und Candies. Also Candies und Eier. So. Candies und Eier. Und das war's erstmal. Candies und Eier. Kaufe ich jetzt eben gleich einmal ein. Mann, dass sie immer hier so viel Wechselgeld brauchen. Ja, jetzt ist Candy auch leer, okay. So, jetzt lass mich hier mal kurz die Sachen bestellen, ey. Habe ich jetzt Milch gekauft? Ich weiß es gar nicht. So, hier sind die Eier drin. So. Candies sind hier drin. Was ist hier drin? Ah, hier ist die Milch. Nice. So, jetzt habt ihr hier auch wieder Milch. Gut zum Einkaufen hier. So. 4 Cent. Ja, Candies gibt's jetzt. Die sind jetzt neu drin. Wieder. Waren ja erst ausverkauft. So, 8, 81. So. Okay. Toast ist leer. Toast. Wo ist Toast? Toast, 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 Toaster. Nur Toast ist leer, oder was? Ja, und Mehl, aber Mehl brauche ich jetzt nicht mehr kaufen. So. Toast ist wieder voll. Sechzehn einundzwanzig. Bitte sehr. Ja gut. Also wir haben eigentlich noch alles, ne? Außer halt jetzt. Ja gut. Außer halt Mehl ist bald leer, aber sonst. Haben wir relativ alles wieder aufgefüllt. So, jetzt können wir den Tag auch hier beenden. Gehen Sie raus. Zack. Und wie viel haben wir jetzt gemacht? 108. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, und euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.